Die neue Wusel-Gusel-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Achso, und da willst du uns raufbringen? Und deswegen fangen wir sofort mit dem Training an. Wir müssen unseren Körper auf extremste Belastungen vorbereiten. Ja klar, denn wenn eine Rakete startet, werden die Astronauten richtig zusammengedrückt. Wie in einem Auto, das Gas gibt, nur viel, viel stärker. Ja. Jedes Kilo, das man wiegt, ist dann auf einmal 4 Kilo schwer. Auf dem Mond ist man dann wieder viel leichter, weil der weniger Anziehungskraft hat als die Erde. Damit müssen wir klarkommen. Einer von uns macht das Raketenstarttraining und der andere das Mondtraining. Weißt du was, dann würde ich sagen, dass ja, sehr gut, ich Mond, du Rakete. Benedikt, kommst du mal? So, hier. Was? Oh, das ist doch so schwer. Ach, stell dich nicht so an. Oh, Wusel, aber sag mal, Astronauten starten doch nicht im Stehen, oder? Stimmt. Ja, nimm doch Platz, aber da solltest du den hinteren Rucksack lieber absetzen. Ja, hilf mir mal. Ja, ja, so, komm her. Oh. Ja, bestens. Ah! Oh. Na gut, dass das jetzt passiert. Und nicht erst im Weltraum. Was hat der Mond mit einem Tag am Meer zu tun? Eine ganze Menge. Da wollt ihr baden gehen und plötzlich ist das Wasser fast komplett weg. Das nennt man Ebbe. Keine Panik. Man muss nur 6 Stunden warten und dann ist das Wasser wieder da. Das nennt man Flut. Und für beides ist der Mond verantwortlich. Zwischen Erde und Mond wirken Kräfte. Der Mond zieht das Wasser auf der Erde an. Es entsteht ein Wasserberg und die Erde dreht sich unter dem Wasserberg durch. Deshalb ist an einigen Stellen mal wenig und mal ganz viel Wasser, eben Ebbe und Flut. Viele Menschen behaupten, dass sie bei Vollmond nicht einschlafen können. Das ist wissenschaftlich nicht bewiesen. Aber am besten schlaft ihr, wenn es nachts dunkel ist und der Vollmond ist hell, wie eine Lampe. Das kann beim Schlafen mächtig stören. Auch für Tiere ist der Mond wichtig. Manche Schildkrötenarten schlüpfen bei Vollmond. Nachts lauern weniger Gefahren und das Mondlicht spiegelt sich im Wasser. So wissen sie ganz genau, wo sie hin müssen. Yippie! Und manchmal passiert etwas ganz Besonderes: eine Mondfinsternis. Dabei schiebt sich die Erde genau zwischen die Sonne und den Mond. Und auf den Mond fällt dann der Schatten der Erde. Er steht dunkel-orange-rot am Himmel, bis die Sonne wieder an der Erde vorbeischeint.